Ein Falk gleitet das weiße Tal entlang. Es wird Zeit, die Berge zu verlassen. Donnern und Kanonenschläge, von allen Himmelsrichtungen zu hören. Das nächste Jahrzehnt bricht an und somit wieder einmal die Dunkelheit. Die Diener Storns erheben sich erneut. Keine Gnade, kein Entkommen. Die Bürger Tarins atmen aus. Vielleicht auch das letzte Mal. Sie bereiten sich vor. Doch wird das reichen? Wie soll man das Glück finden, wenn es jedes Jahrzehnt gefährdet ist? Wenn der Falke die Berge erneut erschwingt und das Grollen der Ferne erlischt, dann darf wieder aufgeatmet werden. Doch werden wir dieselben sein? Avat Nea Stravue. Leben und Sterben. Komm schon, Warem, es ist ja nicht mehr weit. Ja, Onkel, bin gleich da. Hier, mein lieber Warem, es gehört nun dir. Ich wünsch dir viel Spaß. Danke, Onkel, das ist wunderschön. Danke, danke. Wo ist die Zeit? Kannst du glauben, dass die letzten 10 Jahre so schnell vorbeigingen? Niemand kann das. Was soll ich Warem nur erzählen? Er ist doch noch so jung. Er ist erwachsener, als du glaubst. Sag es ihm, er wird es verstehen. Er muss es verstehen. Es kommt mir vor wie gestern, als ich ihn aus den toten Armen seiner Mutter zog. Er ist wie dein Sohn, ich weiß. In meinem Herzen ist er mein Sohn. Er wird's überleben, er ist stark. Komm, gönn dir ein Bier, geht aufs Haus. Adnar, wir müssen uns weiter um die Vorräte kümmern. Wart ihr wie vereinbart bei Bauer Gunzlar? Ja, Frau Gräfin, er hat heute seinen Anteil in die Vorratskammer gebracht. Sehr gut. Geht morgen mal zu Heger Harlet und fragt nach dem Rechten. Wenn alles nach Plan läuft, haben wir bis Anfang der Schattenzeit unsere Vorräte beisammen. Werde ich machen, Frau Gräfin. Schlafen Sie gut. Gute Nacht, Adnar. Onkel, Onkel! Warem? So früh schon wach? Ja, hellwach. Wo gehst du hin, Onkel? Ich schau bei Jäger Harlet nach dem Rechten. Wieso? Ist etwas passiert? Nein, nein, keine Sorge. Ich will nur schauen, ob alles in Ordnung ist. Darf ich mit? Wenn du brav bist, ja. Okay, super. Ja, ich komme ja schon. Ah, guten Morgen, Harlet. Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Könnte besser sein. Was gibt es? Ich wollte mich über euren Jagdfortschritt informieren. Läuft alles nach Plan? Ach, nach Plan. Nichts läuft nach Plan, gar nichts. Hab seit Tagen schon kein Tier mehr erwischt. Wie kann das sein? Sowas habe ich noch nicht erlebt. Die Tiere sind so aufgescheucht wie noch nie. Irgendwas verängstigt sie. Ich habe letztens einen ausgeweideten Hirsch gefunden, aber der war nicht normal säuberlich erlegt oder halb zerfleischt von einem Tier. Nein, es war perfekt. Und auf dem Fell war ein Kreuz gebrannt, Artner. Ich sag dir, da war schwarze Magie am Werk. Sowas ist eine schwere Unterstellung, Harlet. Wenn ich es dir doch sage, da ist etwas im Wald und ich glaube, dass es etwas mit der Schatten... Halt!
Wir haben genug gehört. Sowas muss ein junger Mann wie Warem wirklich nicht hören. Tut mir leid für die Störung, Harlett, aber ich werde deinen Bericht der Gräfin weitergeben. Vielleicht weiß sie Rat. Versuch aber weiterhin zu jagen. Wir brauchen diese Vorräte. Ich werd's versuchen, aber ich bin ehrlich. Verlasst euch nicht auf mich. Was meinst du, ist da los? Wird er verrückt? Ich weiß nicht, Warem. Die Menschen verhalten sich so merkwürdig in letzter Zeit. Was ist los? Warem, mein Lieber, ich erzähl dir alles noch. Es ist dafür auch langsam an der Zeit. Wovon redest du, Onkel? Ich muss jetzt weitermachen, Warem. Geh zurück zur Burg, ich komm dann später nach. Die Winde, die durch die Bäume ziehen, bringen Stimmen mit sich. Sie prophezeien Unheil. Wieder wird die Streitmacht Storns uns überrennen. Und ich weiß nicht, ob wir uns diesmal verteidigen können. Taris, mein Gott, unterstütze alle, die unter uns weilen. Frau Gräfin, ich war bei Jäger Harlett. Es sieht nicht gut aus. Was ist los? Er redet von schwarzer Magie. Das Wild sei aufgescheucht. Er hat seit Tagen nichts mehr erledigt. Es passieren seltsame Dinge im Wald. Ich habe es befürchtet. Im Hause Malvin erzählt man sich Ähnliches. Ist dem so? Die Umstände sind schlimm. Wir werden die Schattenzeit in Brunnadrum nicht überstehen. Wir müssen Hilfe suchen. Aber Frau Gräfin... Kommt schon, Adnar. Wie lange kennen wir uns? Nennen Sie mich nun endlich Nasnia. Ja, ich meine Nasnia. Hört zu, wir sind seit Jahren eine unabhängige Gemeinschaft. Wollt ihr nun wirklich eines der Königreiche um Hilfe bitten? Es wird Zeit, Adnar. Wir dürfen uns nicht an unsere Prinzipien klammern, wenn wir die Schattenzeit überleben wollen. Wer sagt, dass es in den Königreichen sicher ist? Vielleicht ist es dort sogar schlimmer. Möglich ist es. Aber wir sind alle ein Volk. Wir müssen zusammenhalten. Alleine werden wir untergehen. Was schlagt ihr vor? Festung Manovo, im Hause Malvin. Dort sollten wir sicherer sein als sonst irgendwo. Aber ihr meintet, im Hause Malvin passieren auch Dinge. Adnar, diese Dinge passieren überall. Im Hause Malvin, im Hause Bartheim, überall. Was ist mit Atanis? Der König nimmt oftmals Flüchtlinge auf. Festung Kalsgar bietet auch Schutz. Kalsgar ist während der letzten Schattenzeit gefallen, Adnar. Was wird nur aus der Menschheit? Sie wird Storns bezwingen und die Königreiche werden im neuen Glanz erscheinen. Dann ist es also entschieden. Marnovo? Richtig. Wir brechen im Morgengrauen auf. Aber Adnar, sei dir bewusst, es kann jede Nacht passieren. Dann hoffen wir, dass es nicht diese Nacht passiert. Taris wird uns beistehen. Warem. Hallo, Onkel. Da du ja immer erwachsener wirst, frage ich mich, hättest du nicht vielleicht Lust, mit in die Taverne zu kommen? Heute wird gefeiert. Ja? Was gibt es zu feiern? Das weißt du nicht. Heute ist der alljährliche Tag der Falken. Es wird getanzt, gefeiert, gesungen, getrunken. Wobei dich Letzteres nicht interessieren sollte. Ich werde mich auch zurückhalten. Okay, ich bin dabei. Geht es gleich los? Ja, wir sollten schon mal losgehen, bevor es zu voll wird. Oh, ist das laut. Ja, sie lassen mächtig die Sau raus. Schau mal, das Harlett. Ah, Harlett. So ein Fest lässt ihr euch nicht entgehen, was? Richtig, bei sowas muss ich dabei sein, vor allem dieses Jahr. Da stimme ich dir zu. Und wie läuft's mit der Frauensuche? Du lebst ja immer noch alleine. Ist das hier nicht der perfekte Ort? Ach, ich weiß nicht. Ach, nur nicht so schüchtern. Ich glaube, Flinuri hat ein Auge auf dich geworfen. Geh doch mal hin. Quatsch, das ist doch Blödsinn. Wenn ich's dir doch sag. Na, ich lass das mal deine Sorge sein. Viel Spaß noch. Danke, Arnold, dir auch. Netter Kerl, wenn er mal nicht in seiner Hütte ist. Ach, das ist wahr. Harlett und ich sind alte Freunde. Wir kannten uns schon seit Kindheitsalter an. Ehrlich? Wow, cool. Habt ihr viel erlebt? Naja, wahrscheinlich nur das, was viele Jugendliche so erleben. Erzähl mir was. Ich glaube, das willst du nicht hören. Ich sehe schon. Ich werde aber wieder gehen. Das ist mir zu laut hier. Sind gar keine Kinder in meinem Alter hier. Ja, ich hab's mir schon gedacht, dass es dir schnell langweilig wird. Geh ruhig, ich komm später nach. Okay, Onkel, bis nachher.
Hey, Warim! Hallo, Onkel! Es wird Zeit, um ins Bett zu gehen. Ich will dir vorher etwas beibringen. Komm mit. Okay. So, Warim. Du weißt doch sicherlich noch, wie ich dir über die Sprache Storns erzählt habe. Eine dunkle, fast vergessene Sprache der alten Zeit. Ja, das weiß ich noch. Es gibt auch die alte Sprache von Taris. Ich möchte dir von dieser Sprache etwas beibringen. Wieso? Das wirst du noch erfahren. Pass auf. Taris ist unser Gott, unser Beschützer, unser Hüter. Storn dagegen der Unheilbringer. Beide hatten in der alten Zeit eine eigene Sprache, die Bürger Tanis sprachen. Leider gerät sie in Vergessenheit. Wieso erzählst du mir das, Onkel? Pass auf. Ich habe dir gestern Abend die Legende von Savar, einem Hufschmied in Artanis, erzählt. Und davon, wie die Schattenzeit anbrach. Ja, und? Es handelt sich dabei um keine Legende. Was? Es ist eine wahre Geschichte. Die Schattenzeit existiert. Wieso habe ich die noch nie miterlebt? Sie tritt nur alle 10 Jahre auf. Du hattest Glück, sie noch nicht erleben zu müssen. Dann ist alles wahr? Artanis, Kalska, Sava, all das existiert? Nun ja, die Geschichte ist alt. Die Schattenzeit begann vor über 100 Jahren. Es gibt keine Menschen mehr, die es damals miterlebt haben. Aber ja, die Geschichte stimmt. Wieso erzählst du mir das erst jetzt? Warim, die Schattenzeit bricht erneut an. Du musst vorbereitet sein. Wann denn, Onkel? Wann denn? Das wissen wir nicht. Sie bricht immer an einem der ersten Wintertage an. Wann genau können wir nur schätzen. Also kann es morgen schon passieren? Ja, Warim. Deswegen hör nun gut zu. Die alte Sprache von Taris ist eine heilige Sprache. Sie wirkt abwehrend gegen Storns Truppen. Deswegen merke dir folgende Sätze gut. Masdu Navinistan. Verbannt und vergessen. Solomos sagit nur. Verstoßen und verlassen. Asmaris Dimo Anvenistan. Das Böse entweicht. Aber merke, sie wird dich nicht retten. Es verschafft dir höchstens etwas Zeit. Zeit, die du noch brauchen wirst. Aber wieso soll ich mir das merken? Du kommst doch mit. Du kannst es auch. Ich werde nicht immer da sein. Du sollst vorbereitet sein. Sagst du was doch nicht, Onkel. Es fällt mir so schwer, dir das alles zu erzählen. Aber es musste sein. Warim, studier diesen Satz gut ein. Wir werden morgen Brunadrum verlassen und uns zum Hause Malvin aufmachen. Dort suchen wir Schutz. Was? Wir sind zu schwach. Wir müssen uns verbünden. Es wird ein langer Marsch. Daher pack deine Sachen vor dem Schlafengehen, damit wir im Morgengrauen losziehen können. Einige wollen bleiben, aber die meisten gehen. Es tut mir leid, dass ich dich diesmal mit keiner gut endenden Geschichte in den Schlaf reden kann. Gute Nacht, Warim. Ja, er weiß nur Bescheid. Gut, ich werde mich nun zur Ruhe legen und würde es dir auch raten. Morgen wird ein anstrengender Tag. Schlaf gut, Adnar. Gute Nacht, Nasnia. Was ist denn hier? Nein! Warim! Nein! Warim, wo bist du? Nein! Nein, Warim, wo bist du? Nein! Warim, wo bist du? Warim! Nein! Warim! Nein, hört auf! Eure Brut ist zu Ende. Euer Hab und Gut zerstört. Eure Familie geschändigt. Ihr kommt nicht raus. Ihr könnt nicht fliehen. Nun seht mit an, wie dieses Kind als Stolzopfergabe hingerichtet wird. Nein,
Hört auf! Köpft das Kind! Storn wartet auf seine Opfergabe! Nein! Nehmt mich! Nehmt mich! Ein Freiwilliger? Das wird Storn freuen! Weg mit dem Jungen und bringt mir den alten Schwachkopf! Nein, Onkel! Lasst ihn! Wehr dich nicht, Varim, und rennt fort! Durch den Hinterausgang! Los! Nein, Onkel! Nicht ohne dich! Nasnia, nehmt ihn und verschwindet! Ihr wisst, wo lang! Und Nasnia, gebt ihm diesen Zettel! Adnar, das ist Wahnsinn! Los! Ruhe jetzt! Der Mensch wird jetzt geköpft! Adnar! Ich werde dich so vermissen, Varim! Jetzt verschwindet! Nein! Nein, wieso? Wieso ging alles so schnell? Er hat das Richtige getan. Du wirst es irgendwann verstehen. Nein, das kann ich nicht. Das hier hat er mir gegeben, bevor es passierte. Was ist das? Es tut mir so leid, Varim. Es tut mir so leid. Mein lieber Varim, aus allen Geschichten von Helden mit wichtigen Aufgaben, die ich dir erzählt habe, habe ich nun selbst deine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar dich zu beschützen. Egal, was passieren wird, egal, was passiert ist. Wenn du diese Notiz erhältst, wirst du es wissen und hoffentlich verstehen. Du wirst dies irgendwann einmal lesen und ich hoffe, es bringt dir Mut zu dunkelster Stund. Möge Taris dich auf dem Weg begleiten. Ich glaub an dich, was immer auch kommt. Va'a Navim, lebe in Frieden, mein Sohn. Die Reise ist weit, der Weg voller Hürden. Doch gibt es auch einen Lichtblick. Der Berg Nohoromin mit seinem Schrein der Seeherr. Ein uraltes Relikt, gebaut am Ende des Gebirgspasses, der die Falkenlande und Matnar trennt. Als Friedenszeichen der beiden Länder errichtet. Somit haben wir bald das Königreich Matnar erreicht. Es ist kalt, Frau Gräfin. Wir machen bald Rast, Varim. Aber wo denn? Warte einen Moment. Wir sollten es gleich sehen. Was sehen? Das, mein lieber Varim. Der Schrein der Seher. Ich kenne ihn aus Onkels Geschichten. Ja? Was hat er dir darüber erzählt? Wie sich einst Matnar und die Falkenlande nach einem jahrelangen Krieg versöhnten und es gebaut wurde. Richtig. Dort bleiben wir über Nacht. Beziehungsweise ein paar Stunden. Nacht bleibt es ja nun erstmal länger. Die Nacht wird kalt und einsam. Aber das wissen wir. Varim ist ein starker Junge. Varim, wach auf! Wir müssen weiter. Noch 2 Tage, dann wird es wieder hell. Ich habe mich noch nie so nach Sonnenlicht gesehnt. Ja, man vermisst es sehr. Wo lang gehen wir? Über den Weg dort. Oben steht ein alter matnarischer Aussichtsturm. Sehr zerfallen. Okay, gut. Er ist wunderschön. Nicht wahr? Und das, obwohl er so zerfallen ist. Er muss viel miterlebt haben. Über 1 Jahrtausend steht er nun schon da. Und immer noch nicht komplett zerfallen. Aber wir sollten es nicht heraufbeschwören. Halten wir uns hier nicht zu lange auf. Ein wenig mulmig wird mir bei dem Anblick ja schon. An ihm führt ein kleiner Pfad entlang. Dort kommen wir nach Matnar. Das Schlimmste ist überwunden. Nohoromin liegt nun hinter uns. Zur Festung Marnovo ist es nicht mehr weit. Doch ich befürchte Schlimmes.
Baitaris, sie haben die Schlacht verloren. Das kann nicht sein. Wo sollen wir nun hin? Ist es schon vorbei? Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es hier vorbei. Die Menschen hier sind tot. Das Heer Storns wird weiterziehen. Dann sollten wir hier bleiben. Vielleicht sind wir hier sicher. Vielleicht. Wir sollten uns aber von der Festung fernhalten. Wer weiß, ob noch Teile des Heers dort verweilen. Okay, gut. Schließe deine Augen, Varim. Beten wir für die Toten. Ja, Frau Gräfin. Was war das? Ich weiß es nicht. Bleib hinter mir. Hallo? Hallo? Oh, Gott sei Dank. Ihr seid keine dieser Geschöpfe. Was ist passiert? Sie haben Manavo einfach so überrannt. Haben die meisten im Schlaf getötet. Ich wollte mit meiner Frau und meinen Kindern zu Trustan hierher fliehen. Dachte, wir seien hier sicher. Ihr seid mit eurer ganzen Familie hier? Nein. Meine geliebte Frau hat es nicht geschafft. Wir wurden total überrumpelt. Doch unsere Kinder, 4 kleine Engel, alle in dem Alter ihres Sohnes, alle haben überlebt. Es tut mir leid um eure Frau. Varim hier ist nicht mein Sohn. Ich nahm ihn mit, weil es hatte seine Gründe. Ein Glück geht es euren Kindern gut. Wo kommt ihr her, wenn ich fragen darf? Aus Brunadrum, wenn euch das was sagt. In den Falkenlanden. Die Falkenlande? Ich dachte, die seien verlassen. So ziemlich. Es gibt aber einzige unabhängige Dörfer dort. Eine davon waren wir. Hat es euch schwer getroffen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Beileid. Wir haben weiter südlich im Wald ein Lager aufgeschlagen. Kommt mit. Wir haben Vorräte aus der Festung mitgenommen. Das ist großartig. Komm, Varim, gehen wir. Kommen Sie, wir sind gleich da. Da wären wir. Navim, Tumlas, Govo, Strossenja, meine Söhne. Das hier sind Überlebende aus den Falkenlanden. Schön, euch kennenzulernen. Macht euch nichts draus. Sie sind nicht sehr gesprächig. Sie haben gerade ihre Mutter verloren, wie ihr wisst. Es ist schon okay. Varim wird sich freuen, jemanden in seinem Alter hier zu haben. Wisst ihr mehr über die Umstände hier? Wo sind die Truppen Storns nun? Sie sind Richtung Norden gegangen. Ich schätze nach Artanis. Hoffen wir, dass Artanis besser gewappnet ist. Artanis wurde von noch keiner Streitmacht eingenommen. Es wird alles gut. Hoffen wir das Beste. Wir sollten das Lager etwas ausbauen. Vielleicht treffen wir auf mehr Überlebende. Tun wir das. Es war ein Wunder. Der Falke kehrte zurück zu den Bergen. Die Sonne ging auf. Nach 3 Tagen Dunkelheit war es wieder vorüber. Doch was ist passiert? Wir haben überlebt. Storns Truppen kamen nicht zurück. Doch was für einen Schaden hinterließen sie im restlichen Tarin? Wir wussten es nicht, bis ein Botschafter zu uns kam und uns Kunde brachte. Die große Stadt Artanis wurde vernichtet. Das Königreich Matnar dem Erdboden gleichgemacht. Was mit den anderen Königreichen passierte, wusste selbst der Bote nicht. Doch die Menschheit hat überlebt. Wir lebten für die Verhältnisse gar nicht mal so schlecht. Nur Varim machte mir Sorgen. Er wurde erwachsen, doch war er nicht mehr der fröhliche Junge von früher. Er sehnte sich nach Rache. Beinahe jeden Tag redete er davon. Er bereitete sich auf das nächste Jahrzehnt vor, wie es kein zweiter tat. Mein lieber Varim, aus allen Geschichten von Helden mit wichtigen Aufgaben, die ich dir erzählt habe, habe ich nun selbst eine Aufgabe zu erfüllen. Und zwar dich zu beschützen. Egal was passiert ist. Wenn du diese Notiz erhältst, wirst du es wissen und hoffentlich verstehen. Du wirst dies irgendwann einmal lesen und ich hoffe, es bringt dir Mut zur dunkelster Stund. Möge Taris dich auf deinem Weg begleiten. Ich glaube an dich, was immer auch kommt. Va'a Navim, lebe in Frieden, mein Sohn. Dies waren die letzten Zeilen meines Onkels, bevor er durch die Hand der dunklen Brut starb.
Er erzählte mir jeden Abend Geschichten. Keine davon hatte ein schlimmes Ende. Er glaubte an den Sieg der Menschheit. Und ich werde ihn nicht enttäuschen. Die letzten 10 Jahre vergingen schnell. Badna hat es schlimm erwischt. Auch ihr habt eure Mütter und Väter durch die Diener Storns verloren. Madna hat sich noch nicht ganz erholt und die nächste Schattenzeit beginnt. Storns Truppen stehen uns gegenüber. Daher brauchen wir jetzt Männer, die fähig und motiviert genug sind, diesen Scheißkerlen in den Arsch zu treten. Jeder, der nicht vorhat, in dieser Schlacht sein Leben zu lassen, soll gehen. Was wir brauchen, sind Männer mit Rachegedanken von Kindesalters an. Wa'a Navim, Männer. Wa'a Navim. Lebt in Frieden, nur das Trodur oder fallt im Kampf. Für die Gefallenen, für Tharin. Rächen wir unser Königreich. Und somit zogen die tapferen Männer Tharins in die Schlacht. Mit Varim an vorderster Front stürmten sie auf die Tore von Storns Festung zu. Wa'a Navim waren die Worte, die sie mit in die Schlacht nahmen. Doch konnten sie gewinnen? Kann man einen Gott bezwingen? Klar ist, dass Varim und seine Männer erfolgreich ihre Geliebten rächten. Doch war das alles? Avat Nea Stravue. Leben und Sterben.